Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen mit einer ordentlich verladenen, einer ordentlichen Ladung Holz, wollte ich sagen. Und damit werden wir uns auf zum Sägewerk machen. Hat man ja gestern gesagt, gucken, ob wir diesmal mehr davor kriegen. Für die erste Ladung haben wir 25.000 gekriegt. Dann für die weiß ich noch nicht. Ich denke mal, hier liegen mit, das wird Minimum auch noch eine Ladung. Da müsste man wahrscheinlich noch mehr Holzstämme sägen, aber muss ich ehrlich sagen, ist man schon durch ein Autoload vom PC ganz schön verwöhnt. Also wenn man das hier mit der Hand aufsammeln muss. So recht oder schlecht, so wie es aussieht. Jetzt wären wir doch fast noch umgekippt hier. Eigentlich mit unseren Fans müssen wir nachher hoch über den Acker fahren. In der letzten Folge haben wir überhaupt nicht geguckt, wie weit unser Helfer oben ist. Da haben wir den verpasst. Ne, der fährt noch. Der muss ja zwingend auf unsere Felder. Ich denke mal, eine Viertelstunde wird es dunkel. Weiß nicht, was der Radlader für Licht hat, ob wir da weiter verladen können. Und ansonsten ist wahrscheinlich die ganze Woche ich und mein Holz, ne? Gut, morgen ist Samstag, gibt es zwei Folgen, Sonntag auch. Mal sehen, wie weit wir da können. Aber die Zeit, die wir jetzt natürlich schon investiert haben in das Grasfeld, das kriegen wir nur, ach ne, 29.000. Ich wollte sagen, sind wir bis 20.000, also 29. Da haben wir schon wieder 127 auf dem Konto. Aber was ich sagen will, die Zeit, die wir natürlich investiert haben, ist natürlich nicht ohne. Ja, und derzeit hätten wir Feld gekauft. Also das Kaufen geht definitiv schneller, aber das Geld verdient vielleicht, um ein Feld zu kaufen. Bevor wir weiter aufladen, werden wir mal noch was anderes probieren. Irgendwie muss ich ja die Bäume alle wegkriegen. Das wird natürlich mühselig, wenn wir die einzeln alle fahren. Also ich muss da nochmal eine Sonderschicht einlegen. LVD hat die Arbeit erfolgreich beendet, aber ich habe die Meldung, die Mission abgeschlossen ist, nicht gesehen. Oder haben wir sie verpasst?
95%. Ach so. Er kommt hier wieder mit der Rundung nicht klar. Lass mal einfach mal fahren, mal sehen, wie weit die kommt, wenn die zurück ist, wie viel Prozent da sind. Wenn nicht, müssen wir ein Stück selber fahren. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt hier fortkriegen. Machen wir mal innen an sich, da sehen wir wenigstens was. Es zieht aber ganz schön hin und her hier zum Teil. Jetzt müssten wir eigentlich hier lang fahren, denn da unten rum kommen wir definitiv nicht. Sind wir jetzt irgendwo hängen geblieben. Besonders schnell geht es auch nicht vorwärts. Würde der sagen, der Zaun ist ja nach dem Update auch neu. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir am besten wieder hinkommen. Wir fahren am besten mal hier durch die Hecke. Ah, hängen wir an der ersten Laterne. Das ist schlecht, wir können den Teil ganz schlecht rangieren. Die größte Einfahrt ist ja definitiv hier hinten. Und die nächste Laterne. Jetzt geht es nicht mehr vorwärts und rückwärts. Uiuiui. Ungünstig, was wir hier machen. Hängen wir irgendwo anders fest. Na, hoffentlich kommen wir ein bisschen Trigger. Weiß nicht, ob das schon reicht. Hat gereicht, 1700. Weiß nicht, wenn wir die entasten würden, ob wir dann mehr Geld kriegen, aber wie wollen wir sie dann aufladen? Da müsste man ja so viel zersägen. Den Aufwand werde ich mir nicht antun. Klar, man sollte auf die Straße gucken und nicht auf einen anderen Bildschirm. So, dann werden wir den hier herstellen und werden wir weiter verladen. Ja,
unten stehen so viele Laubbäume, das ist Wahnsinn. Ich glaube, da verkehrt noch mehr wie ein Ingame-Tag, bevor wir das alles hier weggemacht haben. Bisschen zu tief. Die Ende kriegen wir doch nicht mit. Jetzt müssten wir uns hier ein bisschen... Oh, hier drunter hängt noch einer. Schlecht. Haben wir irgendwie gar nicht erwischt wahrscheinlich. Bisschen mehr Mühe geben beim Aufladen. Gut, Licht haben wir genug. Können wir wahrscheinlich hier Nacht durchmachen. Machen wir keine Sonderschicht, machen wir eine Nachtschicht. Ich glaube, das bringt es ja nicht, wenn wir da dran rumfummeln, dass die besser liegen. Aber es gilt ja, die 29.000 zu toppen, ne? Gut, alle drin. Riecht auch schön ordentlich. Da haben wir vorne noch einen einzelnen holen. Oh, jetzt wird die Kamera hingeschwenkt hier.
das gebracht hat jetzt, glaube ich auch nicht, weil der eine liegt doch dort vorne noch. Anders, aber die müsste ich vielleicht mit einmal kriegen. Ah, geht die Zange zu, okay. Fällt doch raus. Der nächste fällt auch noch raus, so wie es aussieht. Ah, hängt unten. Ich muss drüber. Geht. So, der Helfer ist wieder fertig. Also er wird jetzt wieder unten stehen. Die Mission immer noch nicht abgeschlossen haben. Ich denke mal einmal hin und her und dann müsste es eigentlich abgeschlossen sein. Und viel dürfte doch da nicht mal übrig sein. Und hat man 95%. Boah, das sind schon 100.000 des Holz. Das Licht natürlich jetzt hier ungünstig, ist klar. Glück gehabt. Es muss aber abgeschlossen sein. Haben wir natürlich verpasst. Jetzt kriegen wir jetzt 11.700. Abschließen. Sojabohnen auf Feld 5. So, aber erstmal müssen wir zu unserem Feld dort striegeln. Feld 5 ist das dort unten. 25.000 kriegen wir da dafür. Und wenn so groß ist es jetzt nicht. Oh, unsere Sojabohnen sind erntereif. Und der Sojapreis fällt. Ja, toll. Halt, wir wollten zu unserem Feld zum Striegeln. Achso, wo müssen wir den jetzt ansetzen? Oh, ich hoffe mal, dass das Unkraut noch nicht zu groß ist. Ne, da muss unten anfangen. Wir müssen unten anfangen, damit er einmal wendet, dann hoch fährt. Müssten wir unseren Drescher auch ansetzen. Abfahrer hätten wir. Und der Fendt wäre auch übrig, um eventuell die Mission zu machen mit Feld 5 anpflanzen.
Doch das Unkraut geht weg. Genau. Wenn wir mit dem Unkraut durch sind, müssen wir natürlich auch düngen. Aber dafür wird es ganze Wochenende Zeit sein. Denn morgen wird es 2 Folgen geben, Sonntag 2 Folgen. Denn für heute soll es das gewesen sein. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.